Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute 12 Strong im Steelbook und los jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, hier nochmal jetzt das deutsche Steelbook zu 12 Strong. Ich hatte ja letztens schon mal das Steelbook aus Frankreich vorgestellt. Horst Soldiers hieß er ja dort. Das fand ich ein ganz cooles Steelbook. Jetzt hier das deutsche, exklusiv glaube ich bei Mediamarkt und Saturn für einen guten Preis, für 16,99 kann man zuschlagen. Wirklich, ja, wie gesagt, das ist wirklich ein guter Preis für ein Steelbook, finde ich. Ja, nicht über 20 Euro, wie gesagt, 16,99. Und ja, Film hatte ich jetzt auch schon gesehen. Ich hatte da ein Review schon zu gemacht, gibt es auf dem Filmjunkies-Kanal. Fand den Film jetzt gut, also ist ein guter Actionfilm. Jetzt den Pathos hier, Patriotismus, sage ich mal, außen vor gelassen. Und hat sich nicht so drauf achtet. Aber ich erkläre es ganz gut in dem Video. Könnt ihr euch mal angucken. Ich verlinke das hier unten auch noch mal in der Videobeschreibung. Das Review zu dem Film. Wie gesagt, guter Actionfilm, aber kommt halt nicht an Black Hawk Down oder hier Lone Survivor und so weiter ran. Die sind da besser. So, und schauen wir uns hier erstmal die J-Card an. Ja, hinten die ganzen Informationen. Gut ist hier mal ein guter Schuber, sage ich mal, wo hier das FSK-Flatsch nicht auf dem Steelbook ist. Ja, mitgedacht, wirklich mal sehr, sehr gut. Und jetzt gucken wir uns hier mal das Steelbook an. Und ja, von vorne, ihr seht schon, es ist so ein leicht ja, matter Druck, sage ich jetzt mal. Es wirkt so sehr, ein bisschen unscharf, das Bild. Die Farben sind auch nicht kräftig genug. Gefällt mir jetzt nicht ganz so. Das Motiv ist okay. Sag ich mal, ihn auf dem Pferd hier. Chris Hemsworth hebt den Hubschrauber, so eine Explosion. Aber ihr seht schon so, das wirkt so ein bisschen so wie... Also da war das beim Französischen. Könnt ihr euch ja gerne das Video nochmal angucken. Da waren schön kräftige Farben. Das sah da schon besser aus. Rückseite. Ich glaube, die Rückseite ist das gleiche wie auf dem Französischen. Ich bin mir jetzt nicht gar nicht mehr ganz sicher. Ich weiß gar nicht mehr, wie das da aussah. Das war ja bei mir damals kaputt gewesen. Hatte ich ja wieder zurückgeschickt. Ja, hier wirken die Farben aber, finde ich, ein bisschen kräftiger wie vorne drauf. Vorne sieht das irgendwie so ein bisschen komisch aus, hier hinten, aber ein sehr schönes Motiv hier übrigens. Hier mit dem Fern, hinten da Feuer und der Hubschrauber dort. Sehr cooles Motiv, schön clean auf jeden Fall, keine Schrift groß, nur hier unten was. Kann man so machen. Hier haben wir dann, 12 Strong. Ja, ich öffne das Ganze mal, dann sieht das so aus. Ja, von vorne sieht es, ihr seht es schon, auch den Unterschied jetzt, wenn er zum hinteren, sieht das irgendwie so ein bisschen komisch aus. Ja, sein Gesicht vor allen Dingen so, wirkt dort irgendwie so ein bisschen, als ob es irgendwie nicht so richtig dahin passt. Ja, hier drin haben wir ein bisschen Werbung und ja, so sieht der Disc aus. Ja, da ist es, sieht das schon auch wieder den Unterschied, da schön kräftig und so die Farben. Backartwork hier ist okay. Ja, wie so Pferdreiten da, eine Szene, ist okay, ist aber auch in diesem komischen, matten, schwammigen Look, ja. Also an sich finde ich, ist es okay, aber es wirkt, wie gesagt, ich zeig's nochmal, es wirkt irgendwie nicht so, vom Druck her nicht so schön irgendwie. Wäre besser gegangen, sage ich mal, Preis finde ich ist aber okay, 16,99 für den Film, kann man, ja, ist okay, würde mich wünschen, wenn mehr Steelbooks so für diesen Preis rauskommen würden. Ja, wenn der Film, wie gesagt, noch nicht hat, wer auf so diese Actionfilme steht, Black Hawk Down, wie ich schon gesagt habe, kann ich den gerne mal angucken. Wie gesagt, erreicht nicht die, ja, die Klasse, sage ich mal. Dieser Filme ist aber an sich, kann man sich angucken, ist ein schöner Actionfilm. Wie gesagt, und wer noch mehr wissen will, schaut sich mein Review dazu an. Wie gesagt, ist unten verlinkt. Und in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.